Hi Freunde, mein Name ist Johannes und ich bin ein großer Freund von AER und deswegen bin ich hier. Ich möchte euch heute den einen oder anderen Grund nennen, warum AER-Verstärker auch die richtigen Verstärker für euch sein können. Heute mitgebracht habe ich den AER Domino 3. Hier haben wir einen 2x100 Watt Verstärker mit zwei 8 Zoll Dual Cone Speakern und einem 1 Zoll Dome Tweeter eingebaut. Wir haben 4 Input Channel und ganze 16 eingebaute Effekte. Falls ihr da wissen wollt ins Detail, was für Effekte es alles gibt, könnt ihr gerne auf aer-music.de vorbeischauen. Da steht das alles aufgelistet. Dafür würde uns die Zeit leider heute nicht reichen, auch wenn ich gerne damit allen mal ausprobieren würde und alle mal ausspielen möchte. Noch zu sagen ist, der Domino 3 ist sehr, sehr, sehr einfach zu handhaben. Sieht vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aus in den Settings und Bedienmöglichkeiten, aber ich kann euch sagen, es ist ein Plug-and-Play-Amp und durch das vergleichsweise größere Cabinet, wie wenn man es zum Beispiel mit einem Compact 60 vergleicht, haben wir auch demnach einen viel, viel größeren und definierten Ton. Und das ist der Domino 3. Ich würde kurz zu den Inputs kommen. Wir haben bei den 4 Channeln jeweils den Kombi-Input. Wir haben die Möglichkeit, mit einem XLR-Kabel reinzugehen oder mit einem Klinkenkabel. Falls ihr durch ein Kondensatormikrofon singen möchtet, kann auch der Domino 3 48 Volt Phantomspeisung eingeben für euer Kondensatormikrofon. Oder ihr könnt 9 Volt zuschalten, falls ihr das AER AK15 Pickup-System verwendet, könnt ihr dadurch praktisch die Batterie umgehen und könnt voll verlässlich nur mit einem Stereokabel und dem AK15 auf der Bühne spielen und müsst euch keine Gedanken machen, geht vielleicht die Batterie leer heute? Kein Problem mit dem Domino 3. Außerdem haben wir an jedem Channel einen Line-Mic-Switch, wo ihr sagen könnt, mit was für einer Art Input ihr reingeht. Wir haben einen Pad-Switch, den AER-Color-Switch und einen Dreiband-EQ pro Kanal und können sehen an einer kleinen LED, ob wir die 9 Volt oder 48 Volt zugeschaltet haben. Wir haben pro Kanal einen Mute, können die Effekte separat zusteuern und genau, wie gesagt, die LEDs sind perfekt, wenn ihr auf einer dunklen Bühne oder in einem Orchestergraben sitzt, dann könnt ihr immer noch erkennen, was geht gerade an meinem Kanal ab. Und ich würde sagen, der Color Switch, wir haben kurz drüber gesprochen, der macht Folgendes, der nimmt ein wenig mitten raus und boostet dafür die hohen Frequenzen. Und den würde ich euch kurz mal zeigen. So klingt der Domino 3 ohne den Color Switch. Und jetzt mit dem Color Switch. Das war der Color Switch. Kommen wir zu den Effekten. Da sind wunderbare Hall- und Delay-Emulationen eingebaut. Und wie gesagt, ich habe leider nicht genug Zeit, euch alle zu zeigen. Da hat auch keiner Bock drauf, mich so lange spielen zu hören. Deswegen zeige ich euch ganz kurz einen meiner Lieblings-Hall-Presets. Thank you.
Cool. Mir gefällt's. Ich hoffe, euch auch. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die andere Seite vom Domino 3 an. Wie ihr sehen könnt, hat der Domino 3 auf der linken Seite einen USB-Ausgang. Falls ihr nochmal eine extra Leuchte braucht, in einem dunklen Orchestergraben ist es bestimmt vonnöten manchmal, um zu sehen, dass eure Settings am Verstärker immer noch stimmen. Dann gibt es den erwähnten Phantom Power Switch, wo ihr wählen könnt, ob ihr die 9 Volt oder die 48 Volt zuschalten möchtet. Es gibt einen Ground Switch, falls ihr ein Problem habt mit einem Brummen. Dann gibt es den Record Out als Cinch und ein Aux In, falls ihr mit Backing Tracks übt oder performt, könnt ihr hier nochmal mit einem extra Level da den Pegel wählen und braucht keinen von den oben 4 anliegenden Inputs. Es gibt einen Stereo FX Return, das heißt, ihr könnt eure Stereo Delays oder sowas nach dem Preamp vor den Power Amp schalten. Es gibt 2 Lineouts. Es gibt einen High-End-Kopfhörerausgang, also wenn ihr in eurer Wohnung mit dem Sound von einem Domino 3 üben möchtet, habt ihr hier den tollen Kopfhörerausgang, mit dem ihr auch garantiert nicht eure Nachbarn stören werdet. Und es gibt noch einen Tuner-Ausgang und Foot-Switch-Möglichkeiten, um die Kanäle stumm zu schalten oder die Effekte. Und nicht zu vergessen ist der, wie bei allen IR-Verstärkern vorhandene, wundervolle DI-Ausgang, auf den ich mich bisher live jedes Mal verlassen konnte. Jeder Tonmann, jede Tonfrau, mit der ich gearbeitet habe, hat auf diesen Sound schwören können, dass er stetig da bleibt, dass er, sage ich mal, verlässlich ist. Denn ihr wollt natürlich auch den Ton, den ihr mit dem IR Domino 3 produziert, auch irgendwie über eine PA wiedergeben. Und mit dem Ausgang ist das garantiert, dass euer Publikum auch mitkriegt, wie ihr tatsächlich klingt. Und ja, that's it, was ich zum Domino 3 sagen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie gesagt, für alle Infos zu den Effekt-Settings oder falls ihr noch etwas anderes wissen möchtet, geht gerne auf www.aer-music.de. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem AER Domino 3. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.